Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Markus, ich bin Geschäftsfeldmanager für den Bereich iSystems im Hause Grimme. iSystems steht für intelligente Systeme und umfasst die Bedien-, Assistenz- und Datensysteme unserer Maschinen. Mithilfe des folgenden Gespanns, dem Class Axion 870 und unserer Legemaschine Prios 440, möchte ich Ihnen heute die Funktion und Produktmerkmale der IBX näher erläutern. Zunächst einmal gibt es zwei verschiedene Varianten der IBX. Einmal die IBX 200 mit zwei frei belegbaren Joysticks und die IBX 300 mit sechs frei belegbaren Tasten. Alle anderen Funktionen sind komplett identisch. Die IBX kann herstellerübergreifend eingesetzt werden, da sie AIF zertifiziert sind. Eine Besonderheit ist aber, dass die IBX nicht nur als AUX-N-Zusatzbediengerät verwendet werden kann, sondern auch als Hauptbediengerät ohne Terminal. Folgende Funktion wollen wir Ihnen jetzt auf dem Gespann hinter mir zeigen. Jetzt möchte ich Ihnen die Bedienoberfläche der IBX vorstellen. Wir haben die IBX 200 hier in die Glaskabine gehangen. Die Bedienoberfläche ist aufgebaut in einen Bereich der Bedienelemente und einen Displaybereich. Der Displaybereich ist leicht abgeschrägt. Es ist kein Touchdisplay, sondern lediglich der Anzeige der Elemente. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Maschine das auch zur Verfügung stellt, dass die Elemente angezeigt werden. Kommen wir zu dem Bedienbereich. Der Bedienbereich ist wie folgt aufgebaut. Wir haben bei der IBX 200, wie gesagt, die beiden Joysticks, die frei belegt werden können. Wir haben die 8 Funktionstasten, die wir frei belegen können. Wir haben zwei Scrollräder mit Dreh- und Rückfunktion, die auch frei belegt werden können, zum Beispiel für eine Sollwertverstellung. Wir haben eine Ebenenwechseltaste. Diese Ebenenwechseltaste kann man bis zu 4 Ebenen belegen, von A bis D. Und wir haben eine Menü- und Maschinenwechseltaste. Die Menüfunktion bietet die Möglichkeit, um ins Untermenü der IBX zu kommen, um so zum Beispiel Helligkeit einzustellen oder auch die Ausrichtung, auf die ich später noch einmal zu sprechen komme. In der Funktion der Maschinenwechseltaste bietet diese Taste die Möglichkeit, zwischen zwei Maschinen zu wechseln. Also man muss sich das vorstellen, man hat zum Beispiel im Heck eine Pflanzmaschine, die über das Hauptbediengerät IBX bedient wird. Und in der Front haben wir einen Isobus Düngerstreuer, den wir als Hauptbediengerät über die IBX bedienen möchten. Dann habe ich die Möglichkeit, da ich nur eine Maschine auf der IBX anzeigen lassen kann, zwischen der vorderen und der hinteren Maschine zu wechseln. Wie gesagt, weil die Elemente dann nur für eine Maschine angezeigt werden. Neben der Hauptbedienfunktion kann ich das Gerät natürlich auch als Zusatzbediengerät nutzen, so wie wir es hier auch machen. Wir haben einmal das Terminal auf der Seite mit den Funktionen und hier nutzen wir es als AUX-N-Zusatzbediengerät, wo ich dann auch von unterschiedlichen Maschinen die jeweiligen Funktionen mir so auf die jeweiligen frei belegbaren Funktionstasten, Joysticks oder Scrollräder legen kann, wie ich sie gerade benötige. Dann ist es auch möglich, von beiden Maschinen die Bedienung auf einer Ebene darzustellen und zu bedienen. Eingangs hatte ich gesagt, dass sich die IBX durch ihre Flexibilität auszeichnet. Damit war nicht nur gemeint, dass ich sie flexibel belegen kann, sondern auch, dass sie maximal flexibel ist in ihrer Ausrichtung, um möglichst für den Fahrer die ergonomischste Arbeitsposition zu definieren, die er benötigt. Wir haben die Möglichkeit, die IBX über die Menüwechseltaste in alle Richtungen auszurichten. Bedeutet, ich habe die IBX wie in diesem Beispiel einmal im Querformat ausgerichtet. Ich kann sie aber auch entsprechend hochkant ausrichten. Ich kann sie hochkant nach links, hochkant nach rechts und wenn ich das als Kunde möchte, auch über Kopf bedienen. Über die Menüwechseltaste habe ich dann die Möglichkeit, durch die Ausrichtung, die ich gewählt habe, dass das Display entsprechend so mitdreht und auch die Symbole, wie ich gerade die Ausrichtung gewählt habe. Bedeutet am Beispiel einer Erntemaschine, da habe ich ja meistens dann zwei Bedienboxen, einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite, dass wenn ich auf der rechten Seite lieber hochkant arbeite mit der Box, ich mir die entsprechend in diese jeweilige Position drehen kann. Als weitere Merkmale sei zu nennen, dass die IBX, sowohl die 200 wie auch die 300er, die Schutzklasse IP65 und IP67 besitzt. Das bedeutet, sie ist staub- und spritzwassergeschützt und kann so ohne Probleme natürlich in der Kabine wie aber auch draußen, Beispiel Verlesetisch, verwendet werden. Um die gerade für die Ausrichtung einfach auch zu installieren, haben wir für die IBX einen VESA-Mount hinten, VESA 75 verbaut, wo man die ganz normal über RAM-Mount-Halter einfach in der Kabine oder auch an der Maschine installieren kann.